Jacke an, Jacke aus. Minus 8 Grad draußen. Hallo, kalte Finger. Minus 3. Ja, es ist die 3 und die 8, weißt du? Die kann man so verbinden. Immer aufrunden. Ich würde jetzt was sagen, aber du gehst selbst, was ich sagen würde. Hä, ich kann das lesen. Du weißt doch, ich kann das lesen, was ich möchte. Harald, wo gehen wir lang? Da lang? Über die Scheibe, Versicherungsschaden. Ist das Brennholz? Nee. Noch nicht. Es kann ja sein, dass es eine Ruine geht, dann ist Brennholz. Harald möchte heute die neue. Wie haben wir das getauft? Hier gibt es doch keinen. Gibt es einen Namen für irgendwann mal? Irgendwann gibt es da einen Namen für. Die neue Ecke unten, wo die fleißig am Arbeiten sind. Da ist ja auch so ein schräges Dach draufgekommen. Ein Dach im Dach, oder wie heißt das? Und da will Harald jetzt das Dach draufnageln. Ja, aber richtig mit Profi-Werkzeug oder so. Mit Profi-Werkzeug? Ja, das kriege ich so. Pappfänge. Harald, ich wollte das bloß aufgeschrieben haben. Guck mal! Nix, das sah komisch aus. Eingefroren? So, riecht mit deinem Körper da. Ups. Sven? Wo wir gerade hier am Ort des Geschehens sind, ne? Ich wurde gestern darauf aufmerksam gemacht vom Platzwart, dass der Sachverständige hier war, ne? Der hat hier anscheinend mitgearbeitet. Der möchte auch nochmal bitte wiederkommen. Da hat er 7 Tage zur Zeit, um seinen Sandhaufen da wegzumachen. Cool. Muss ich ihm mal Bescheid sagen, ne? Kannst du machen. Jakob. So, Projekt. Weihnachtsbaumschwirken. Ja, trocken ist er. Schön am Baum, ne? Haben wir gut gemacht, ne? Ja, ich würde vielleicht ein paar Zweige von da unten, da oben. Ja. Fangen wir genauso an. Ja, finde ich aber auch. Lass es mal immer schwirken. So, und jetzt gehen wir eben nach oben auf den Dachboden. Hast du das noch nicht runtergeholt? Nein. Wer bin ich denn hier? Hausmeister Wilfried. Wir gehen jetzt nach oben hin. Holen die Sachen runter. Ja, willst du aufgeben und jetzt runtergehen? Ja, die Tür wird zugemacht. Ja, Harald bestimmt. Ich komme doch auch hin, danke. Ich finde es schon schön, dass ihr jetzt so langsam Partnerlook rumrennt. Ne? Nee, aber mein Flur wird besser. Hä? Heller. Qualität ist das. Ja, den meiner seiner Wäsche. Ach so. Ich habe den aber auch im Blau, Wilfried. Hast du den auch im Blau? Ja. Hast du gar nicht. Wohl. Mit gelber Schrift? Hast du den gar nicht. Hause. Hast du gar nicht. Zeig ich dir. Zeig ich dir. Ja, morgen. Bitte anziehen. Letztes Jahr draußen für. Ich kann jetzt nicht alles nach unten bringen, dann muss ich wieder alles hochschleppen. Oh, wenig Batterien vom letzten Jahr noch? Ja. Boah. Na gucken, wie lange. Ja. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Das ist alles, glaube ich, der Karton von draußen. Weil die Decken hatten wir für Udo sein. Für Udo sein Knusperhaus. Und Einstecker hatten wir auch die mit sind, draußen. Die sind auch ja, eben, die hatten wir über vom Knusperhaus. Haus. Hier haben wir eine Kette. Ja, das ist der Karton von draußen. Ja. Guck mal, hier ist eine mit Stecker. Ja. Ist auch eine Außenkette, die hatten wir nämlich, glaube ich, um die Treppe gewickelt ja, letztes Jahr. Ja, aber einfach, das ist viel zu viel für den Weihnachtsbaum. Nee, der muss... Ja, das ist auch viel zu viel. Kennst du nicht den einen Doch. Film? Kennst du den Film, den wir jedes Jahr gucken? Ja, wie heißt das denn nochmal? Schöne Bescherung. So. Der ist gut. Den oder den? Nehmen wir beide mit runter. Ja, die können wir auch außen noch anbauen, sonst an die Treppe, damit es weihnachtlich ist. Du sollst damit aufhören draußen. Eine ganz klare Ansage. Wir haben... Was doch? Ja, da habe ich schon wieder andere Sachen gehört. Das ist mir egal. Wir haben Festausschuss, die machen wir. Ja, ist so. Und wollen wir den der Spitze nehmen? Nee. Der hat auch mit Licht. Also mit Licht. Wollte Udo sowas bauen? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. Weißt du was? Wir den ganzen Karton genommen. Auch jetzt auch. Ja, mir ist viel zu kalt hier oben. So, die Lichterkette? Ich hab doch eine. Ja, dann nimm die mit. Wir können beide mitnehmen, falls eine kaputt ist. So, machen wir noch mehr. Das ist sinnvoll, ne? So. Soll ich den großen Karton nehmen und du den kleinen? Den kleinen.
Den Mann, der da steht. Ja, den du mir zuerst gegeben hast. Den wollen wir noch mitnehmen. Ja. Sven, mach Lied auf, ne? Zack. Test. Die nehmen wir. Wo ist die andere, damit ihr auch die gleich überprüft? Überprüft doch gleich alle. Dann wissen wir, ob die gehen oder nicht. Dann können wir dem Festausschuss sagen, hier, gucke mal, die funktionieren. Weißt du? Der geht nicht. Ne? Nein, nicht, aber der eine geht. Ist der Stecker richtig drauf gesteckt? Ne, das ist so. Die sind so eine Drehdinger. Ja, ob der wo fest sitzt. Das meine ich. Der geht nicht. Nee, der kann. Siehst du? Der ist abgedeckt. Das ist, glaube ich. Dann müssen wir die auseinander tun, die nachher noch. Wir gar nicht. Wieso? Wollen wir nicht so nett sein? Hab ich doch. Ich habe ja noch eine hier. Zack. Aber die ist zu klein für uns hier. Ja, aber dann wissen wir, dass sie gehen. Dann können wir das, diese Informationen so weitergeben. Das ist zentral. So, wie war das zuerst? Erst die, war die Kette. Nicht ja, zuerst die Kette, dann die Kugeln, oder wie war das? Ja. Okay. Wir hoffen, dass wir genug Haken haben. Ja, finden sich normal, schon mal. Ja. Sonst nehmen wir hier Reißzwecken, die, ja, ja. Die ein Jahr lang gesucht worden sind. Wieso sind sie gesucht worden? Irgendwann brauchten wir mal welche. Dann leg ich dir eben mal bitte auf den Boden. Ja, warte doch mal. Ah, oh, was schnell, ne? Das ging gut, ne? So, oben anfangen? Ja. Steht da, weiß ich nicht. Ich hatte fest, du läufst. Wollen wir den Ball vom Leben vorziehen? Ja. Weiser Mann. Wie bei den Indianern. Einen muss es geben. Ich muss nur diesen Friseur. Was willst du über meinen Friseur? Ey, guck mal meine Haare an. Sehe ich gerade nicht. Nee. So, warte, das machen wir hier so. Zack, zack, zack. Jetzt einfach liegen. Langsam rauber. Ist so viel oben, ne? Unten mal rüber sind. Ja, das nehmen wir eine zweite. Mach einmal so. Zack. Hier die Stelle müssen wir ein bisschen beleuchten. Boah, sieht langsam. Ah, da bin ich hinten auch schon wieder. Deswegen wollte ich das da wieder rüberwerfen. Hä? Mit dem Ende musst du hier bleiben. Ja, alles gut. Wir stecken die gleich rein und gucken. Und dann ansonsten tendiere ich dazu, noch eine reinzunageln. Ja. Doll ist nicht, ne? Doll ist nicht, ne? Warum geht gerade nur die Hälfte? Hä? Warum geht hier gerade nur die Hälfte? Jawohl, das ist normal bei den Dingern. Was? Was? Ich denke nicht. Die sind bestimmt defekt. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja die halbe Lichterkette ist durch. Ja, aber es fällt ja nicht auf bei der Menge. Ja. Was? Ja, Wackelkontakt. Ist irgendwie voll so ein Loch drin. Na, hab ich doch gesagt. Da müssen von unten irgendwelche Äste mit einem Tacker oder Sekundkleber rein. Oh, ich hab da einen Tacker. Ich tacker da Äste dran. Ja. Nee, ich finde, da muss noch eine rein. Selbst wenn ich nicht der Grinch wäre, würde jetzt dann bei mir kein Weihnachtsfeeling aufkommen. Bist du auch der Grinch, so wie ich? Ich bin doch noch mehr der Grinch als du. Nee, glaube ich nicht. Wollen wir Grinch-Challenge machen? So. Okay. Wer mich kennt, weiß, dass ich der Grinch bin. Ich auch. Wollen wir den gucken, ob die alle an sind? Der geht auch. Nee. Wieso? Das ist doch egal, ob da alle an sind. Wir können doch mal eine Lichterkette reinknallen. Ja, und dann wird sie wieder auseinanderfummeln. Ja, indem man die wieder vernünftig von hinten aufrollt. Ich möchte da gerne noch eine reinhaben. Ja, das können wir machen. Ja. So, genau die blinkt sogar. Ja. Das ist genau dasselbe. Das ist doch schön. Dann nehmen wir die doch dazu. Ja. Oh, ja, das ist kaputt. Oh. Also, nee, ist das nicht die andere, die du abgerissen hast? Warte mal still. Sei doch mal still. Die hängen wir da noch mit rein. Oh. Ja, ne, warte eben. Das war ja einfach. Dann hängen wir die ist defekt, würde ich sagen. Ja, die kannst du gleich in den Tonne. Soll ich starten, mein Freund? Kannst du. Kannst du auch still, hier. Kannst du hier drücken. Ja. Dann kannst du die andere bestimmt auch noch drücken, Wilfried. Dann kannst du die andere auch drücken, zur Frage zu Sven. Wegen dem... Wie gesagt, kann man umstellen. Ich glaube, du kannst aber nur drücken, wenn der Stecker drin steckt. Nein, dieser nicht. Der nicht? Nein. Der hat keinen Stecker? Nein, der hat keinen Stecker. Okay, steck sie bitte wieder rein, damit ich sehe, wo Licht ist. Was soll der stecken? Den Stecker bitte. Was hat Sinn? Was macht Sinn? Du brauchst ja von oben wieder runter, oder nicht?
Ja, von der Hälfte bin ich angefangen. Lass mich mal machen. Ja, okay. Hinten drauf. Hast du ja Erfahrung, ne? Ja, ja. Letztes Jahr Fahrhaus ist auch gut geworden. Was? Fahrhaus? Wer war, wer den geschluckt? Du und ich. Es wird was ganz Außergewöhnliches hier. Mhm. Und heute Abend kommt Ulrike und also, kriegt ihn. Also das hier sieht aus wie so eine Achterbahn. Ja, das soll ja auch so. Achso. Mhm. Lass ihn. Mach weiter. Na, heute Abend kommt Ulrike und dann kriege ich erstmal einen Schock. Guck mal, wir gehen jetzt hier so. Was ist, ja, dann mach ich das. Was ist das denn hier? Ja, das gehört so. Von unten nach oben und dann wieder. Ja, das ist quasi quer, ne? Machen wir mal bitte an, Wilfried. Siehst du gerade so, ne? Ich bin Deko Queen aus Schwingfelde. Ja, genau. Ne, guck mal, wenn du das so hast, dann hast du es hier. Ne? Ja, Deko, mach. Deko Queen aus Schwingfelde. Krieg kein Haar nach. Also wollen wir die nehmen. Komm, sehen. Hm? Ja, dann kommen wir hier mit beiden wieder an. Zack. Halt fest. Wen willst du festhalten? Den Baum oder was? Ja, auch. Sind die Maler noch da? Nicht so weit! Warum denn? Oh, nur oben! Weiter? Nein, du hörst die Spitze. Kommt da weiter drauf. Sitzt so mehr drauf. Ja, das weiß man ja noch gar nicht. Guck mal. Ja. Guck mal. Nur so oben. So kommt die drauf. Du brauchst du nur dicke da oben wegmachen. Das nee, ist so. Du musst mehr. Bitte Tor. Richtig. Das reicht. Nee, sonst hast du hier so viel Luft. Ja, dann schnall da ab. Hier, nimm mal bitte. Sven, siehst du auch so, ne? Ja. Das ist viel zu tief. Das ist zu tief, ja. Das ist zu tief! Ja, so wollte ich machen. Knicke weg. Lass ihn so, lass ihn so. Mach den bitte im Esel. Ja. Ja, das ist gut. So ein schiefer Gott. Ein schiefer Gott, Leute. Ja, wir nehmen gleich ein Stück Draht und biegen den hier. Hier. Machen den da fest. So? Aber ist das denn eigentlich so ein Brauch, dass die Spitze das letzte drauf kommt? Nö. Nee, normal nicht. Ja, das war doch. Sieht jetzt gerade? Nee. Mach ihn. Wo musst du hin? Wo siehst du denn das? Der komische Gelötnis ab. Oder knicket weg, knicket nach unten und nach rum. Guck mal fein. Ja, 100 gerade hier ist. 100. Mach mal so ein bisschen. So, jetzt ist das schief, Wilfried. Davor war sie gerade. Ja, davor war sie gerade. Toll, Wilfried. Naja. Komm, alles gut. Passt schon. Ich muss mir die Hände waschen. Nee, wofür? Doch, ja, ich hab komplett hart alle Finger. Sonst geht nicht ganz gut, wa? Guck mal so. Schneiden wir es hier ab. Dann kommen die hier so rein. Das sieht man doch gar nicht. Nee, das sieht man gar nicht. Also vielleicht siehst du das nicht, aber wir sehen es. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt. Guck mal hier. Ja, das musst du ja noch abschneiden hier. Das, guck mal. Trotz. Das ist dick. Also, ich würde lieber irgendeine Schnur nehmen und da um die umwickeln. Leute. Warum nehmen wir nicht einfach die hier, wo das Schüttel dran ist? Weil das Fummel. Weil das Fummelarbeit ist. Hä? Hä? Wie eine Fummelarbeit. Und öffnen, reinhängen, fertig. Was ist denn? Was? Und normalerweise macht man auch die kleinen Fummel hier oben ran und die großen meine runter. Du willst mir jetzt erzählen, du ihr überhaupt am Weihnachten rummeckern bist, wie wir hier einen Baum schmücken sollen? Nee, das ist einfach Ästhetik für ein Auge. Ja, und da bin ich wieder drin. Ja. Das ist egal, ob Weihnachten ist oder nicht. Aber das sieht halt absolut scheiße aus, wenn da oben die Großen sind, dann nehmen so eine Kleine. Und dann hängt da so ein loster Stern. Das war wirklich. Da kommt noch mehr hin. Da kommt noch mehr hin. Hier, den dicken da oben. Da gebe ich dir recht. Weißt du, was man vorher hätte machen tun können? Nee. Weil das ist ja hier gelb, das ist blau, hätte man sich blau und gelbe. Ja, Sven, jetzt hör mal auf da mit der. So vereinsbar. Das sieht jetzt aus wie Kuddelmuddel und jeder hat mal eine Kugel mitgebracht. Ja. Schön. Merry Christmas, Ding Dong. Ja, das ist wieder Style. Da kannst du eigentlich den ganzen Jahr tragen. Ja. Kommt ein bisschen da auf. Hier ist voll so ein Loch in dem Baum drin. Ich sag das immer wieder. Ey, ich mach da keine Äste drin, glaub mir.
Denkst du, für welche Location dieser Weihnachtsbaum gut wäre? Nee. Für einen Darkroom. Sieht doch echt geil aus von hinten. Ja, von weiter weg, ja. Wenn die Brille aufhört zu, ne? Hä? Das stimmt mit dem Typen nicht. Ja, das ist halt gut. Wunderbar. Ich gehe jetzt noch einmal auf den Backofen. Was willst du da? Noch mal gucken. Das kann doch nicht sein, dass die ganzen... Haben wir denn für ein Problem? Wir haben kleine Haken. Nein. Dankeschön. Hey, was ein geiler Baum. Alter, guter Baum. Gib mir Laps noch. Wenn du die Augen zumachst und mit ganz viel Fantasie, ist das Kunst oder kann das weg? Was? Was ist Kunst? Ist das Kunst oder? Besteigern wir! Hier. The last one. Cool. Das reicht. Machen wir das Licht aus und dann stauen wir erst mal eine Minute. Oh! Fein. Fein gemacht. Na? Wie ist? Ja, ganz gut und selber? Ja, wir haben den Baum fertig geschmückt. Ihr beiden, oder was? Ja, und Sven? Ich nicht. Hallo Trichti. Hallo. Soll ich einmal drehen, damit du den abnehmen kannst? Ja, ne? Ja, ich bin zwar noch nicht ready, aber let's go. Ja, warte, so. Guck dir das auch mal an. Ist ja absolut hässlich. Allererste Sahne. Ja, finde ich auch. Guck dir das an. Ihr habt ihn noch bestochen. Nee, nee. Haben wir nicht. Also ich muss sagen, ich habe gestern mit Udo zu Hause den Weihnachtsbaum geschmückt. Ja. Der ist ein bisschen sehr minimalistisch, aber auch schön. Aber ich glaube, der hier hat einen Touch als Udo. Hat einen besseren Touch, ne? Ja. Danke, danke René, danke. Und hast du auch die Spitze gesehen? Also mit, ne? Also, oh. Oder nicht? Töpfchen, ne? Die Spitze ist ja wie früher in der Kindheit, wa? Ja, also bist du zufrieden? Ich bin zufrieden und mir gefallen die Farben. Okay, dann ist das abgenommen. Das ist abgenommen. Danke, hat die Lichterkette danke. Umgewickelt? Hm? Bitte? Hat die Lichterkette umgewickelt? Wir beide. Wir beide. Dann finde ich, mach ich leiden. Danke, René. Okay, danke. Wir hören dann, ne? Dann lassen wir das so stehen. Könnt ihr so stehen lassen. Habt ihr da noch irgendwie so, hier vom dem Feld oder sowas Kugeln dran? Ja, pass auf, hier. Das ist so ein Suchspiel. Ich weiß selber nicht mehr, wo die ist. Hier, wir haben hier eine. Udo. Ach, stark, ja, die hat, die hat Udo gestern auch aufgehangen. Ja, haben wir gut gemacht, ne? Sehr schön, ich bin stolz auf euch. Super, dann sehen wir uns. Geil, bis nächste Woche. Hau rein. Hau rein. Ciao. Tschö. So, noch Fragen? Nee. Der Sachverständige... Wie viel Geld hat er bekommen von gar nichts. Gar nichts. Ja, gar nichts. Der Sachverständige ja. Für Baumkunde... Hat ist gesagt, so das ist in Ordnung. Honig auf dem linken Auge, Honig auf dem rechten Auge. Nein, gar nicht. So was machen wir nicht. Nein. Gut, dann so haben wir gar nicht nötig. Sind sowas. Wir mit dem Meisterwerk. Meisterwerk durch. Fertig. Fertig. So, und ihr, lieben Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr Wilfried und mein Meisterwerk findet. Und schreibt auch gerne, ob Sven da einfach mal ruhig sein soll. Ja, ja nur würde am Nörgeln. Mal gerne. Nur am Nörgeln. Wir friedlich, ja. Harmonisch, ja. Zusammen. Ja, und du machst, du willst das splitten. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee, auch nicht. Und selbst René hat gesagt, das ist in Ordnung. Also, ja, habt eine mal. Schöne Zeit, habt einen schönen Abend. Tschüss.